Människan laborerar nu med materiens och livets byggstenar. Skapar nya gener och artificiella hjärnor. Tekniken vänder sig inåt, mot vår egen kropp och själ. Och den urgamla drömmen om att skapa en konstgjord människa. Blicken riktas mot oss själva. Vi lever i en annan tid. Det är så revolutionärt att vi kanske överhaupt kein andra för oss. Muss man schon sehr weit auf Findung der Schrift oder so was und weit zurückgehen. Schrift wird ja vielleicht auch unnötig. Und neue Gehirne, man hat den Eindruck, die Kinder, die verstehen Sachen, die die Alten, wie mit den Computern und so, die Alten gar nicht verstehen. Aber Sie interessieren sich auch für Computer, oder? Immer. Nein, gar nicht. Wo das Denken und die Maschine zusammenkommt, das ist uninteressant. Das wäre in Ihnen, geht es um etwas anderes, etwas eine geistige Entwicklung? Rauschmittel schon besser. Ah ja. Ögat tar hjälp av tekniken och skapar nya bildvärldar som inte alltid har med den omgivande yttre verkligheten att skaffa. Det är inte längre fråga om att se fienden i vitögat. Dennes öde är beseglat i samma ögonblick han upptäcks på dataskärmen. De bilder som kommer oss till mötes på internet utplånar alla avstånd. Ett vulkanutbrott på en av Jupiters månar eller en börskrasch i Tokyo uppträder här lösgjorda ur sitt sammanhang. Den inre bildvärlden blir lika verklig eller overklig som den yttre. Dröm och verklighet smälter samman. Jünger skriver i Glasbina 1957. Bildtekniken har nu nått en gräns där den träder in på magins områden. Allt uppgår i en stor dans. Ett ständigt skiftande mönster som lockar fantasin. A laboratory on tank treads cruises along the surface of the moon. It shoots up an antenna. And a television transmitter goes into operation. Scientists in all countries watching special television screens and other radio television apparatus will be able to study everything taking place on the moon. However, their sense of time is inaccurate. The user can experience illusions, misinterpretations of stimuli. He can have true hallucinations, perceiving things that don't exist in objective reality. Traditional forms of painting and sculpture have no function in our streamlined existence. If they are to find a place in the civilization of the next half century, the visual arts must effect a compromise with the machine. Ich stelle mich auch vor, dass ich habe meine, ich bin jetzt 40 Jahre und habe mich angefangen, so alt zu fühlen. Und dann denke ich, dass sie war 40, 1935. Ja, da habe ich mich auch alt gefühlt. Das geht ja vorüber. Nach 50 treten sie mehr in das Paternitäre. Mit 40 fühlen man sich vielleicht alt. Frauen natürlich noch mit noch. Aber das geht vorüber. Und wie fühlt man sich beim 100 eigentlich denn? Ich habe das früher für sehr alt gehalten. Jetzt habe ich, wenn ich von meinen Büchern umgeben bin und lese, dann fühle ich diese Jahre nicht. Aber wenn man das Leben als ein Roman gesehen kann. Ja, natürlich, das ist ein Roman, aber nicht jeder hat die Optik, ihn so zu sehen.
Aber jeder könnte auch ein Tagebuch schreiben. Und wenn 100 Jahre vergangen sind, dann ist die Sache ja historisch merkwürdig. Manchmal trinkt man morgens Kaffee. Das ist eine gewisse Epoche, dann wieder Tee oder einfach ist kürzer. Das sind Abschnitte. Montalon hat sich erschossen. Ich habe ein, unter meinen Maximen ist, der Selbstmord ist die Kapital, des, ist das Kapital des Menschen oder gehört zum Kapital. Da hat er geschrieben, Jünger, le Suicide, und dann hat er sich erschossen, das Blut ist darüber. Das ist erstaunlich. Le Suicide. Ja, es wird spät, ich muss schmissen. Ja. Um 6 Uhr wird gegessen bei uns. Ja.